Welches Team bestimmt dank Schöpfe über die unansehnlichsten Cover? Ich gebe euch einen Tipp. Es hat was mit dem triebhaften Beuteschema von Leuten in Ämtern zu tun. Underage Plasma. Nee, Späßchen. Youngblood. So könnte auch eine Blutkonservenbank in den Jeffrey Epstein-Krankenhäusern auf Lolita Island heißen. Genug Regierungsinternitäten. Unser junges Blut ist seit einer krisenhaften Zersplitterung auf dem Präsidentschaftsaufstieg eines Teamkameraden ausgetrocknet. Eine App soll wieder geregelten Gang in den Superheldenalltag bringen. Bis dann nicht zufällig so einer verschwindet und die älteren Youngbloods darin verantwortlich ihre Posten als weiterreichungslose Bürde sehen. Die Reform neuer, sowohl alter Blüter aufgerichtet, beginnt die Suche des kleinen Retters. Könnte eine gesetzlich-kommerzielle Gegenvariante dieser Beschützerfunktion auch an den Fingern Schmutzflecken haben? Die Integration des Bekanntenkreises. Man merkt, wie einige Kollegen aufeinander zu sprechen sind, aber eine tiefe Hineinversetzung war nicht möglich, da einem diese Truppe zu suspekt ist. Leider tut's im Grunde genügend ab, wenn man andere bekanntere Superhelden-Storylines und Serien verfolgt, auf denen sie basieren oder kopieren. Die einzige, die einen halbwegs festen Eindruck hinterlässt, ist Petra Gomez. Sie stiftet als aktivistische Anführerin Aktionen als auch Planung an. Oder kann sein, dass ich Blassgepuderten mehr Aufmerksamkeit schenke. Genauso schaut's wahrscheinlich mit Bedrocks Golem-Bonus aus. Hier hat er in seiner krankhaft bröckeligen Gestalt etwas ansehnlichen Riss bekommen. Ja, also die Handschuhe und Stützen sehen schon cool aus. Da hat der Comic echt was gut. Es wirkt aufgrund erkennbarer Änderungen nicht mehr ganz in einem Jahrzehnt festsitzen geblieben, um ein weniger leibhaftiges Publikum anzusprechen. Es ist nur äußerlich frisch gestrichen, im Innern wird man im dunklen Kämmerlein gelassen. Man weiß praktisch kaum was. Dies und jenes nicht erfahren, liegt daran, dass die Serie nicht fortgesetzt wurde. Gedacht an den stetigen Potenzialverbrauch, der anhaftet. Die zweite Volume ist eben bestenfalls erklärungsarme Unterhaltung. Eine Ein-Mann-Killer-Organisation entführt die Beschützer und bietet Dolante Mary aka Sentinel wieder an einzusteigen. Dann gibt's da noch eine Ultimate Hulk Giant-Man-Anspielung. Chad Bowers hat hier eine Gelegenheit verpasst, ausgelachten Copycats mehr als nur einfühlbaren Ansatz zu geben. Den besten Job hat Jim Towey gemacht. Seine Bilder sind so weich, zum Betrachten recht angenehm. Und ohne der wie vorher angesprochenen stilischen Rekreation wäre die elfteilige Reihe direkt zerbröckelt. Fazit? Keine Reinkarnation, dafür eine amüsante Neuinterpretation. Kurzes Nachwort zu Rob Liefeld. Er steht keineswegs im zeitlosen Firmament der Comickunst. Die Blickwinkel inklusive Proportionen vertragen sich gar nicht. Das Design jeder zweiten Figur ist fürchterlich. Von der Ausrüstung gar nicht erst zu sprechen. Cables Waffe sieht aus wie eine Alulatte. Und als ehemaliger Own-Creator lässt sich ein Liefeld von Autoren wie Robert Kirkman nicht auf den Schlips treten. Aber er war es, der mit Todd McFarlane Comics krass gemacht hatte. Alles müde wurde von ihrer dynamischen Panelarbeit runtergeschüttelt. Man kann immer noch sagen, dass es übertrieben aussieht, aber zumindest nicht langweilt. Weil es immer wieder lustige Ungereimtheiten zu entdecken gibt. Und man darf auch nicht vergessen, dass es diese Sachen waren, die ihn mit vielen anderen Comiczeichnern zum Gründer des zweitstärksten Independent-Comic-Label macht, Image. Ein weiteres positives Markenzeichen war der Ehrgeiz. Kaum ein anderer Künstler seiner Zeit zauberte so schnell Seiten auf Papier. Dies erklärt auch, von wo die Ausdauer kommt, so viele Pin-Ups auf Conventions zu vergeben. Was ich feststelle, ist Fleiß, der das Talent an sich übersteigt. Überhaupt, so schlicht findet man nicht jede Zeichnung. Gesichter enden meistens spitz zuknirschend, was zu den Geschichten passt. Ohne Witz, habt ihr mal seinen Batman gesehen? Da stimmen die phasialen Attribute mit der Maske überein. Im Jahr 2021 habe ich Cover mit weitaus mehr Biss gesehen als bei Jim Lee. Wobei die kraftlosen Artworks niemandes Gegengewicht sind. Wem die Stilrichtung gefällt, aber des Unmutes ist über den Fremdscham, der sollte sich an den Zeichner Brad Booth wenden. Der übernimmt diese ohne die lästigen Kleinigkeiten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute, und ciao.